Blumenkind haben, genau, fertig gehen. Was haben wir hier? Lesen. Wegen? Ein Kartograf würde ich erwarten, ne? Das kriegen wir im nächsten Level, meine ich. Level 14. Wir haben Level 12 knapp. Ja, gut, ist egal. Trinkfestigkeit ist egal. Kampf, Verteidigung. Waffenbrecher. Glänzender Ritter. Ein sonniger Rüstung so grell, dass du für einen edlen Ritter gehalten wirst und einen Bonus von 4 Punkten auf Charisma hältst. Cool. Raffiniert, drapiert. Du legst deine Kleidung so gewissenhaft an, dass sie dir um ein Drittel leichter als im Inventar erscheint. Okay. Das ist aber cool. Komm, Level 12 beides erst. Stählerner Dings. Deine Rüstung ist in 30% furchterregender als üblich. Wenn du deinen Gegner bei einer Umklammerung schlägst, beschädigst du seine Waffe 15% mehr. Eine beschädigte Waffe verursacht deutlich weniger Schaden und verliert enormen Wert. Oh, das wäre mir wichtig. Schwert? Können wir noch die großen Sachen hier lernen, ne? Das ist uns ja gar nichts so gesehen. Durchlaufen. Das sind für Langschwerter. Streitkolben haben wir sogar noch was. Ah, ne, haben wir noch gar nichts. Gut, wir können jetzt eh nur fürs Schwert nutzen, da ist es egal, dann lernen wir es einfach. Dann können wir es halt. So, Werte noch irgendwas, Stärke. Bollwerk. Gegnerangriffe mit deinem Schild zu blocken, kostet dich 30% weniger Ausdauer. Deine Chancen, Gegner in Umklammerung zu bewältigen, ist um 40% erhöht. Das wäre super, Wildschwein. Du kannst die Gesundheit außerhalb des Gegners schwächen, indem du ihn beim. Es ist egal. Fest im Griff. Das wäre eine ko gute Kombination mit dem anderen. So. Was wir gerade gelernt haben: Vitalität. Marathonläufer. Du spürst 20% langsam, verbrauchst dabei. Okay, schnell wie der Wind. Du spürst 20% schneller, verbrauchst dabei 20% mehr Ausdauer und ermüdest dich entsprechend schneller. Wenn du die 5 Tage in Folge nicht überfrisst und nicht hungrig wirst, erhältst du einen Bonus von 1. Berserker. Also, sobald deine Gesundheit auf ein Minimum abfällt, wirst du zum Berserker und deine Ausdauer regeneriert sich viermal schneller. Ja, das war toll. So. Gut, sonst hier noch was? Nichts mehr. Gut, perfekt. Wunderbar. Gut, wir gehen. Was will der hier? Wo wollte ich hin? Zu Otto, ne? Wenn vor allem jetzt Rüstung gefühlt leichter wird, da freue ich mich jetzt schon drauf. Wir kriegen halt immer nur Level 15, 15, 20, 25 Punkte. Das müssen wir beherzigen. Achso, ich speichere jetzt noch kurz. Sekunde bitte. So, so. Ja, perfekt. Ein schöner Tag. So wunderschön wie heute. Er dürfte nie vergehen. Na, von wem kommt's? Benjamin Blümchen, genau. Weil ich sag, wenn ich Umklammerung die besiegen, dann kann man im Parallelzug nicht ihre Waffen beschädigen. Und das ist in der Hinsicht eine super Sache. 40% erhöht, das ist echt viel. Das ist ja im Grunde wie immer 40% Crit-Chance hochgeht. Das ist traumhaft. Bedenkt mal, man hätte eine Crit-Chance zum Beispiel, wenn wir es zuschlagen, von 40%. Das heißt im Grunde nicht ganz jeder zweite Schlag ist ein kritischer Treffer. Das tut fei richtig weh dann. Das ist halt dann awesome. Was ist das? Nix. Nur Schrott. Ah, Tollkirschen weiß ich jetzt wenigstens, wie sie aussehen. Aber ich habe die noch nie im Wald gesehen, die Dinger. Okay. Gefällt mir nicht. Müssen wir wieder kämpfen, oder Ulrich? Ja, erstmal strecken, ne? Ich weiß endlich, wo sich die Fälscherwerkstatt befindet. Meister Pfeifer hatte recht. Die Fälscher halten sich in der Nähe ihrer Rohstoffquelle auf. Ihre Werkstatt ist in den Minen. Der Eingang ist auf der Ostseite eines Hügels. Ich weiß nicht, was mich dort erwartet. Daher hole ich lieber Verstärkung. Ich helfe mit Freuden. Nach dir. Mir kommt das merkwürdig vor. Gibt's jetzt eine Autoreise? Und warum lädt er auf einmal so komisch? Wo sind wir? Ja, nicht arg weit weg. Haben alles richtig ausgerüstet. Erstmal ganz wichtig. Ja, jetzt machen wir noch kurz eins. Wir speichern allerdings separat jetzt ab. Nicht auf dem, den haben wir nicht gerade erst gemacht vor 2 Minuten, sondern auf dem. Ich traue dem Ulrich halt nicht so recht, ne?
Hä, wo rennt der hin? Ulrich? Kennst du einen besseren Weg wie ich, oder? Hä? Wie läuft denn der? Will ich hier einmal komplett ums Karree laufen? Na gut, von mir aus. Laufen wir halt mit. Werde ich mir böse, wenn ich den jetzt stelle? Ich weiß nicht. Also mir kommt der Typ gerade echt merkwürdig vor. Ich glaube, ich sollte ihn abstechen. Weil ich war sogar ein Fehler, ihn überhaupt am Leben gelassen zu haben. Ich hoffe echt nicht, dass er uns in den Rücken fällt. Wobei, da haben wir doch irgendwas mitbekommen. Irgendwas war da noch einmal gelesen oder hat uns einer gesagt. Ist unsere Rüstung eigentlich... Ach, die ist auch schon wieder dreckig. Ich meine, das gibt's doch nicht. Es läuft echt da vorne und dann den ganzen... Okay, anstatt da mal kurz durchs Grün. Aber gut, von mir aus. Ulrich und sonst so. Na, da merkt man das älter, ne? Das ist mal so schnell. Wir laufen gerade normal und der irgendwie joggt oder rennt sowas in der Richtung. Was ist das? Haben wir noch Zeit zum Ringelblumen aufge... nee. Das sind keine Ringelblumen, aber andere Blümchen aufsammeln. So, und jetzt? Sag mal, geht's ja irgendwo nach vorne? Der läuft aber schon noch einen Kilometer, ne? In der Zwischenzeit, bis du mal da bist, laufe ich mal hier lang. Ziemlich verlassen hier, ne? Bin wieder da. Opa, du musst echt an deiner Ausdauer arbeiten. Ja, gut, okay, du bist halt auch nicht mehr der Jüngste, ne? Was haben wir da denn Feines? Willi, Domes, Kelly, Joseph, Kilogre, Julin, Delet und Crest Livin. Livin oder Wien. Ich weiß nicht, was er ausspricht. Livin. Lerben. Ja, ich finde es auch ein bisschen langweilig, neben dem Opa hierher zu laufen. Oh, shit. Oh, oh. Was haben wir denn hier? Meine Gebete wurden... Du bist tot! Au! Hä? Ulrich, du Hurensohn! Was ist los? Komm schon! Hä, was? Hier stimmt doch irgendwas nicht. Warum habe ich Ulrich angegriffen? Irgendwas stimmt hier nicht. Habe ich einen Falschen angegriffen? Hätte ich warten sollen? Waren das Banditen? Ich habe es gerade nicht gelesen. Oh mein Gott! Ulrich? Okay, ich ergebe mich. Hilfe! Drück G, guck. Okay, ich habe irgendwas verpackt jetzt. Geil. Ja, komm, lad nochmal. Ach, Spiel. Du bist manchmal witzig. Ach ja, manchmal regst du einen schwer auf. War Ulrich auf einmal gegen uns? Warum hat er uns eine verpasst? Ich hab gewusst, es ist ein Bastard. Ich hätte ihn abstechen sollen. Wenn es jetzt wirklich raushält, dass er so ein kleiner Wichser ist, ne? Ah, dann steche ich ihn ab. Ich renn mal voraus. Ich nehme mal die Freiheit jetzt. Vielleicht sind die auch gar nicht mehr da. Und es war irgendwie nur so wieder so ein Random-Teil, dass da halt Banditen da sind. Aber wenn die da sind, dann wird's interessant. Dann halte ich mich mal zurück und dann bin ich mal gespannt, wie die sich alle verhalten. Ey, wenn das wirklich ein Verräter ist, ja, dann kotze ich aber im Strahl, du. Mann, Mann, Mann. Weil Opa kommt eh nicht hinterher. Guck mal, wo der ist. Wir rennen ihm voll davon. Oh, ich sag's euch. Es gibt ne, wir sind nicht fucking schwer gepanzert. Es gibt einen richtig hässlichen Kampf dann.
hoffe echt nur, dass es so ein Random-Ding ist. Spiel laden. Nee, nicht laden, speichern. Kurz bitte, genau hier, ja. So. Also vorne war dann gleich die Kreuzung. Wenn die nicht mehr da sind, dann war es nur Zufall. So, dass wir es auch noch gelesen hatten. Ich glaube, das war nur Zufall. Ja. Okay. Gut, dann bin ich jetzt aber beruhigt. Darf ich es zugeben? Domine op was? Opipari. Müssen wir auf Opa warten. Puh. Weil die waren echt schwer gepanzert. Die hätten uns wieder Stress zubereitet. Oh Gott. Wie die ein, zwei mit der Frau. Ne? Also, ich brauch Hilfe. Jetzt. Dann haben wir angegriffen, zerfetzt. Wo bleibt denn Opa? Kommt der noch? Ah ja, da kommt er. Hm. Da wollt ihr uns doch nicht verraten. Ey, bin ich erleichtert. Also, Ulrich. Wohin? Wo läuft der hin, Mann? Ich verstehe das nicht. Solltet ihr uns nicht helfen? Hallo? Falsche Richtung? Hm? Ja, hallo, Opa? Ulrich? Können wir mal reden? Hallo? Pass etwas besser auf. Ja, du hast gesagt, du hilfst mir, aber du bist völlig falsch. Ich trau dem nicht. Bist ja voll die Hilfe, ne? Wo läuft denn der jetzt hin? Ich glaube, der läuft gerade wieder zurück, ne? Ach ja, du bist ein Arschloch. Ein dummes Riesenkind bist du, Mann. Super, tolle Hilfe. Merke ich mir. Schöner Bug. Kann ich mich wieder allein prügeln. Ist ja toll. Freut mich jetzt schon. Soll ich eine Begleitung? Oh Gott. Bitte nicht. Oho, was haben wir denn hier? Fotze! Du wirst... Au! Mehr hast du nicht drauf, was hast du hier zu suchen? Lebensmüde, was? Herrgott! Wer bist du jetzt? Geh mal weg! Du bist tot! Sagen sie alle! Ich weiß gar nicht mehr, wer ihr seid! Ich
trau dich doch! Au! Was? Was war denn das jetzt? Jesus Christus! Oh. Du wirst leiden. Ja. Ja, sammle deine Kräfte. Du wirst sie brauchen. Verpiss dich! Was wollten die jetzt eigentlich alle auf einmal? Komm her, du Weichei! Es war ein Fehler, dich mit mir anzulegen. Okay. Bandit. Okay. Tot. Ist tot. Gut. Kumane? Ah ja. Plündern? Naja. Keiner, was das gerade hätte sollen, aber von mir aus. So, Groschen. Geld brauchen wir jetzt nicht so notwendig. Aber, das ist nochmal mit schwere Lamettenrüstung. 600 bringt die. Das ist schon einiges. Ich weiß nicht, wo ein anderer ist. 1100, ja, heilige Mutter Gottes, Silbersporn. Alter Vater. So, Groschenherr. Naja, Kettenbeinlinge, Alter. Wie viel Material im Wert mit sich rum? Das ist krass. Hatte ich dich schon? Ja, hat auf jeden Fall kein Geld mehr. Dann hatte ich den schon. Groschen hier nochmal. Hirschleder nochmal allgemein einfach mit, weil das ist immer recht gut zu verkaufen. Wo der Typ hin ist, ich habe keine Ahnung. Dunkle Plattenjacke. Alter. Oh, Beinlinge. Ja, wir müssen gleich überladen wahrscheinlich. Ja, sind wir jetzt. Ich weiß, ich habe auch keine Ahnung, was da gerade abging. Ne? Oh, halt, da noch Sporen dabei gehabt. Die nehme ich noch. So, jetzt müssen wir erstmal wieder aus dem Pebble reinladen. Rüstungen. Satteltasche. Schon so kaputt, aber geht trotzdem noch. Ich sag gerade mal minimale Werte, was besser wird. Kettenbeinling. Das macht halt 30, 32, 25 aus, ne? Das würde ich dann schon gerne ausrüsten. Dann kommt das ins Pferd. Der Schmied Otto Skyras kommt weg. Das ist zu schwer beschädigt. Das kommt auch fort. Kommt auch weg. Gut. So. Vielleicht kommt der Typ im roten Anzug wieder. Aber ich frage mich, wo Ulrich hin ist, der blöde Hund. Hui, ja, war die doch nicht so schwer. Ich dachte, ich dachte, es ist immer am Arsch. 1000. Oh, yes. 2300. Alter, was, wo haben die Kohle her? Das sind ja Sachen hier drin. Junge!
Boah, das macht richtig viel die Beinrüstung. Gib ihm. Kommt weg. Discomfort. Nee, ich mag deine Perspektive, dann sehe ich nicht so viel. Lederstiefel können weg. Das kann auch weg. 28. Ausrüsten. Das waren die Schulterplatten, ne? Dann können die fort. So, gut. Alter, der Material... Ich raff's gerade echt nicht. Wo waren die Kohle für so einen Scheiß, ja? So, passt. Und der Ulrich ist ein ganz toller Helfer, ne? Da bin ich ja mega amused drüber. Warte mal, ich speichere jetzt nochmal kurz, weil wir das gelootet haben, weil ich habe das Gefühl, das wird gleich alles andere als leicht. So, gut. Und vorwärts. La 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 la. Vor allem brauchen wir definitiv... Oh, nee, das sind keine Tollkirschen. Schade. Ich befürchte Schlimmes, Schlimmes, Schlimmes. Ich befürchte Schlimmes wird's doch sein. Kommen wir da rein? Nö, ist nur eine Öffnung. So gesehen Luftschacht. Dass man atmen kann. Okay. Der Weg ist auf jeden Fall schon mal richtig. Das ist gut. Das heißt, ich speichere in der Weggabelung kurz. Das heißt Weggabelung. Ja, aber hier mal kurz, weil wir sterben. Ich weiß es einfach. Ich habe Angst. Ich helfe dir. Ja, super toll. Wo bist du jetzt, du blöder Hund? Am Arsch der Galaxie. Was ist für ein komisches Treffen? War für sich auch gern gerade. Zwei Banditengruppen wahrscheinlich, so mutig. Die haben sich dann gefetzt. Oh, die waren nicht böse? Scheiße. Okay. Ich schieße auf die. Fuck. Ach, zum Glück hat Tom Plop die Meldung immer aus, sonst würde ich mich... Lala. Wird langsam peinlich jetzt, ne? Also wenn die nicht böse sind, ist ja schon mal gut. Dann können wir ganz regulär mit denen ja reden. Weil klar, dass sie jetzt pissig sind auf mich, wenn ich mit dem Pfeil nach denen schieße, kann ich verstehen. Ah, Jungs, ich dachte nur, ihr werdet böse. Tut mir leid. Können wir reden? Ich liebe euch. Wer ist da? Was ist hier los? Was war das denn? Was sagt man dazu? Was? Kommt freiwillig zur Schlachtbank. Hä? Schlagt Alarm! Seid vorsichtig! Mehr hast du nicht drauf? Zeig, was du drauf hast. Warum so viele? Oh Gott! Ich hab doch nichts getan! Was hab ich denn gemacht? Hä? Der Typ hat doch angefangen, mich zu prügeln. Ich will doch euch gar nichts. Hä? Was ist denn das für ein Scheiß? Hatte ich dem irgendwann mal was Böses getan? Leute merken sich das. Ja, ich glaube, der hat ein Problem mit uns. Das war der da, ne? Speichern nochmal kurz. Was soll der Rotz grad? Ich komme in Frieden. Das ist kein Leben. Hey, wer ist da?
Du bist zur falschen Zeit am falschen Guck, Ort. Guck, ihr seht's, er geht auf mich los. Hier drüben! Wo sind alle? Das nennst du schnell. Kämpfen! Hey, ihr alle! Hier ist alles! Okay, bringt alles nichts. Hier drüben! Wo sind alle? Schnell! Zu den Waffen! Hier rüber! Ich schlachte dich ab. Mhm. So. Ja, von hinten angreifen kann ich auch, du Schwuchtel. Trau dich doch. Kurva. Was hast du jetzt zu suchen? Du wirst leiden. Ja. So, schon mal verletzt, das ist wichtig. Das wird eine doch. Freude. Ich hab dich in Stücke. Hat das wehgetan? Ich will da nicht gerade rein. Gut getroffen. Ja, geht so. Ich brauch mal Platz hier zum Kämpfen. Was ist so? Komm schon. Okay, da hat voll gesessen. Der eine ist halt nicht mehr viel, der links jetzt. Genau dich meine ich eigentlich. Ich schlachte dich ab. Der rechts wird mir gerade gefährlich. Was ist los? Keine Eier mehr? Was heißt denn Eier? Okay, geht so dritt auf mich los. Dumm Fick. Eieieiei. Huch. Eine Freude. Heinrich, wechsel mal, danke. Heinrich, du sollst ja zuschlagen, Verschiss, aber das ist ein unebenes Gelände, das wird beschissen. Komm schon! Ich renn mal wieder hier lang. Hui! Halt mich mal durch! Komm her, du Weichei! Heinrich, fokussier doch den anderen, du Schwuchtelbacke! Du Depp, du Dummer! Meine Fresse! Da steht er ohne Verteidigung rum wie ein Mongo. Und Heinrich trifft auch nix! Es ist immer wieder das Gleiche! Dieser Bastard-Kicker! Hast gleiche Knie bekommen, was? Heinrich! Das nennst du kämpfen? Ja, weil ich gerade gegen drei Leute einmal kämpfe und euch gerade glatt mache, mehr oder minder. Au! Ha, ausgewiche, wie eine Gazelle. Ach, Heinrich! Heinrich! Herrgott, verschisse, du Bummelbimsbirne! Trau dich doch! Halt die Fresse, du Huren! Was ist eigentlich mal der Typ mit dem Schwert los, Werder? Oh, fokussier doch den anderen! Heieieiei! So, jetzt kommst du dran, du Hundekäse. Oh, dahinter ist einer mit dem Pfeil und Bogen. Okay, du Arschloch, komm her. Wo ist der andere Drecksack?
Wo ist die Bumsbirne?